Weiteres herzliches Willkommen unserem heutigen Referenten, Professor Manfred Kubatisch. Ich darf hier das Übliche immer einführen, ein paar Worte sagen zu unseren Referenten. Viele, das finde ich nicht notwendig, die Ausbildung vorzustellen, weil vor allem eine Reihe von Gasthörerinnen, aber auch noch einige Studierende, die noch hier in Hildesheim erlebt haben. Herr Kubatisch, Professor für Geschichte und ihre Didaktik, war aktiver ordentlicher Professor für diese Themen, Schwerpunkte, für diese Fachausrichtung, Geschichte und Didaktik. Und Hildesheim Professor in den Jahren 1982 bis 2005. In dieser Zeit war er auch der Direktor des Historischen Seminars, dann des Instituts für Geschichte, ursprünglich an der Hochschule, dann an der Universität in Hildesheim. Jahrgang 1939 hat Herr Kubatisch seine Studien in Münster, in Tübingen und in Wien absolviert. Er hat studiert Altphilologie und Geschichte. Altphilologie und Geschichte in Münster. Hier ist noch was frei. Wer zu spät kommt, kriegt einen Schulbonus. Also Studien der Altphilologie und Geschichte in Münster, in Tübingen und in Wien. Zwei Staatsexamina für das Lehramt an Gymnasien, an den höheren Schuldienst gewirkt. Er war Dozent an der Technischen Universität Braunschweig bis 1982 und im Anschluss, wie erwähnt, von 1982 bis 2005 hatte er die Professur in Hildesheim inne. Ich möchte auch erwähnen, dass er 1987 eine Gastprofessur in Paris an der altehrwürdigen Sorbonne inne hatte. Promoviert wurde Herr Kubatisch in Tübingen. Seine Habilitationsschrift legte er in Münster vor. Ich darf sagen, dass das Hörer von Herrn Kubatisch breit ist, dass er schwerpunktmäßig in der neueren der Zeitgeschichte geforscht hat, aber seine Lehre, das habe ich immer wieder zu hören bekommen, ging von der Antike bis herauf. Im guten humanistischen Sinne, ein breiter Bogen wurde da immer gespannt. Ich darf einige Werke zitieren. Presse zwischen Lenkung und Freiheit, Preußen und seine offiziöse Zeitung von der Revolution bis zur Reichsgründung, die Jahre 1848 bis 1871-72 erschienen in den Dortmunder Beiträgen zur Zeitungsforschung. Das war die Dissertation Tübingen 1974, also in Pullach-Isertal erschienen. Gesamtdeutsche Illusion und westdeutsche Realität. Dieses Spannungsfeld hat Herrn Kubatisch sehr, sehr lange beschäftigt. Hier im Rahmen seiner Habilitationsschrift, die sich mit der Vorbereitung für einen deutschen Friedensvertrag und gleichzeitig auch mit der Gründung, mit der Geschichte der Gründung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt, die Jahre 1946 folgenden bis 1949-51. Sie wissen, dass der erste Gründungskanzler der Bundesrepublik Deutschland gleichzeitig auch der erste Außenminister war. Das war in einer Funktion. Adenauer war Bundeskanzler und Außenminister. Deutschland von 1945 bis 1949, die Vorgeschichte und Gründung der Bundesrepublik, ein Leitfaden in Darstellung und Dokumenten, Königstein, damals in Düsseldorf 1979 erschienen. Die Deutschen und die deutsche Frage, das hat Herrn Kubatisch umgetrieben, die Jahre 1945 bis 1955. Ich könnte viele Titel noch anführen, dieser Art, auch Gründungsgeschichte Thüringens, Hermann Brill in Thüringen, ein Kämpfer gegen Hitler und Ulbricht, also die Jahre seines Lebens 1895 bis 1946, Bonn 1992, in der Reihe Politik und Gesellschaftsgeschichte erschienen. Die Machtergreifung von links, da geht es auch um Thüringen 1945, 1946, auch Themen, die Aktualitätsbezug haben, haben Herrn Kubatisch herausgefordert. Rechtsradikalismus in Deutschland, Buchenwald und die DDR und die Suche nach Selbstlegitimation. Sie wissen, dass Buchenwald sowas war wie ein Gedächtnisort in der DDR-Geschichte. Ernst Thälmann, dazu hat Herr Kubatisch auch einstellig gearbeitet und eine wertvolle Studie vorgelegt, die bei Frankenbruch-Obrecht 1995 erschienen ist. Und. Was aber uns hier sehr interessiert, Sankt Michaelis. Und da ist Herr Kubatisch auch nicht jetzt zuletzt mit einem neueren Buch hervorgetreten, sondern hat auch schon vorher gearbeitet, zum Beispiel Sankt Michaelis. Das Weltkulturerbe Hildesheim, eine christlich-jüdische Partnerschaft für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, Regensburg 2002 erschienen. Herr Kubatisch hat auch zur Stadtgeschichte Hildesheims
Neue Großstadt auf alten Mauern. Ein Wert vorgelegt, die Jahre 1945 bis 2000 betreffend. Lass das bitte mal durchgehen für die, die es möglicherweise noch nicht in der Hand gehabt haben und es vielleicht auch Sie interessiert, das zu lesen und sich das zu besorgen. Der Augenblick und die Geschichte. Hildesheim am 22. März 1945, der schwere Luftangriff, der die Stadt so schwer getroffen hat. Auch hierzu gibt es eine einschlägige Darstellung von Herrn Oberesch, die ich ebenfalls gerne gerne zeigen möchte und herumgehen lasse. Quo vadis Deutschland? Berühmt ist Herr Oberesch geworden, auch in Hildesheim an der Universität durch seine Universitätsreden, die er regelmäßig gehalten hat, und Audimax bei großem Zuspruch. Hier finden Sie in diesem Werk die gesammelten Hildesheim-Universitätsreden von Herrn Oberesch in den Jahren 1989 bis 2003. Herr Möslein, schauen Sie das mal an. Sie sind da als Student sicher auch interessiert. Die Dinge habe ich gerade erfahren, und ein paar Exemplare noch. Hier Oberesch hat ein paar freie Exemplare. Das heutige Thema wird sein, das Thema des Buches von Herrn Oberesch gemeinsam mit dem Physiker Alfred Günther, das er vorgelegt hat, auch bei Fanden Ruprecht. Himmlisches Jerusalem in Hildesheim heißt das Buch, sagt Michael, das Geheimnis der sakralen Mathematik vor 1000 Jahren. Der Titel des heutigen Vortrags heißt, in Anknüpfung an das Werk, Europa und seine ottonische Reichskirche, das himmlische Jerusalem St. Michael in Hildesheim. Auch dieses Werk lasse ich für die, die es noch nicht gesehen haben, gerne herumgehen. Herr Oberesch, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, Sie hier zu haben, zu hören. Und ja, freue mich auch auf die Ausführungen und die anschließende Diskussion. Bitte schön. Ich schied vor 5 Jahren aus der Universität den gerade angesprochenen Audimax mit der sicheren, mir sicheren Aussage zu meiner Frau gemacht, ich komme nie wieder zurück. Aus Respekt vor meinem bald danach ernannten Nachfolger, aber auch aus der Erkenntnis, genug ist genug und so viele schlecht. Nun habe ich mich ein einziges Mal durch die Liebenswürdigkeit und den österreichischen Charme von Herrn Lehner veranlasst gesehen, zurückzukehren. Und ich freue mich darüber, viele Gesichter zu erkennen, die mir seit Jahrzehnten, darf ich ja schon sagen, bekannt sind. Sie, die Sie früher in den Vorlesungen waren, wissen, dass es eine Marotte von mir war, in den ersten 10 Minuten die politischen Ereignisse, die kulturpolitischen Ereignisse der letzten Woche zu kommentieren. Und hat mir Herr Köhler eine Steilvorlage. Leider muss ich mich mäßigen, denn ich bin ja Emeritus. Deswegen gestatten Sie, dass ich sofort zum Thema komme. Ich schlage vor, dass wir irgendwie für Luftdurchzug sorgen. Ich kann es schon jetzt schwer aushalten. Also lieber die Tür auf und dahin vielleicht, damit es irgendwie ein Löffchen gibt, sonst sacken wir alle um. Und das wäre bei dem Thema schade. Wer das Baugeheimnis von St. Michael noch nicht kennt und wieder erwarten, dieses Buch noch nicht gelesen haben sollte, der erfährt heute eine Sensation und die Antwort auf die Frage, warum ist St. Michael so schön? Das kann ein Wissenschaftler präzise beantworten und Sie um 7 Uhr auch. Wer meint, um 7 Uhr, das wisse er immer noch nicht, der darf dann noch nicht gehen. Ich komme zu meinem Vortrag und zu seiner besonderen Formulierung Europa und seine ottonische Reichskirche durch 3 Fragen. Ich frage zunächst mit Ihnen, warum ist St. Michael so schön? Frage sodann, wer hat die Kirche gebaut? Und danach, für wen wurde sie gebaut? Vermutlich werden Sie sagen, ich weiß auf alles eine Antwort. Ich bezweifle, ob wir in der Meinung über die Antwort, ob wir in der Antwort derselben Meinung sind. Besser so formuliert. Lassen Sie es hören.
Wer in die Kirche geht, zur Kirche kommt, stellt ihre kompakte, mächtige, wuchtige, geschlossene Einheit fest. Zwei Türme ragen hervor, vier Türme an den Außenenden der Querschiffe, eine Hügellage, den Dom überragen, bedeutend. Wer in das Innere hineingeht, merkt sofort, es spricht ihn etwas an. Er kann es nur nicht so formulieren. Das Licht ist so schön, offenbar sind Harmonien vorhanden. Wenn er in die Literatur einsteigt, liest er von einem berühmten deutschen Kunsthistoriker die Formulierung, ihn umgreife himmlische Harmonie. Unser Eins fragt sich, was ist das? Diese Frage werde ich Ihnen beantworten. Denn darüber will ich die erste Frage stellen und beantworten. Sie hören hier, wenn Sie Führungen mitmachen, die Kirche sei im Innern durch 3x3 Quadrate definiert. 3 im Hauptschiff und je 3 in den Querschiffen. Das wirkt überzeugend und Sie wissen, 3 ist die Zahl der Trinität und 3x3 ist 9, also 3x die Trinität, vollendeter, göttlicher, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Trinität, kann es ja nicht sein. So ist es in der Tat. So ist es in der Tat nicht. Herr Kollege Günther und ich haben die Kirche nachgemessen. 500 bis 600 Einzelmessungen. Und dabei festgestellt, dass die Quadrate genannten Rechtecke gar keine Quadrate sind. Im Hauptschiff sind sie in der Ost-West-Ausdehnung 30 Zentimeter kürzer als in der Nord-Süd-Ausdehnung. Also Sie würden sagen in der Längsrichtung. Anders formuliert, das Mittelschiff ist in der Längsrichtung fast einen Meter zu kurz. Wenn diese Theorie stimmte, müsste das irgendwie aus der Welt zu schaffen sein, ist es aber nicht. Mit dieser Quadrattheorie können Sie darüber hinaus wichtige Bauelemente der Kirche nicht erklären. Nicht die Größe der Krypta, nicht die Größe der Apsis im Osten, nicht die 4 Seiten- oder Treppentürme, nicht die Höhe der Kirche. Wichtige Bauelemente, die für das Aussehen, das Selbstverständnis der Kirche wichtig sind, können Sie durch diese Quadrattheorie nicht erklären. Also gestatten Sie die starke These, diese Aussage ist falsch. Ich kann mich mit ihr noch nicht durchsetzen. Es wird nach wie vor so geredet im Fernsehen, im Rundfunk von denen, die in Hildesheim dazu das Sagen haben. Ich kann mich dem aber nicht anschließen und spreche als Wissenschaftler dagegen. Wenn Sie mal bitte auf das einzige Blatt, was ich Ihnen austeilen ließ, schauen werden, so sehen Sie eine ganz andere Zugangsweise auf die Kirche. Sofern Sie die Kirche vor Augen haben und von Süden, also die Burgstraße, hinaufkommen, sehen Sie, und an dieser Stelle möchten Sie bitte genau aufpassen, in der Mitte des südlichen Seitenschiffes einen sauber gemauerten roten Sandsteinpilaster. Gestatten Sie, ich bin so empfindlich, dass ich das Sprechen und dann noch in der ersten Reihe nicht so vertragen würde. Früher schon nicht. Dankeschön. Ja. Sie sehen also einen roten Sandsteinpilaster, sauberst gemauert. Wenn Sie genau hinschauen und vermessen, werden Sie feststellen, der steht exakt in der Mitte der Kirche, des Kernbaus. Es gab genau gegenüber an der Nordwand, also im heutigen Garten, genauso einen roten Sandsteinpilaster, der ist aber mit der ganzen Mauer am 22. März 1945 umgestürzt und als solcher nicht wieder aufgebaut worden. Wenn, so fragt sich der einfache Mann, dem Baumeister es wichtig war, exakt in die Mitte einen roten Sandsteinpilaster zu setzen, der aus dem Mauerwerk heraustritt, farblich und faktisch,
dann muss er sich etwas dabei gedacht haben. Und das kann nur bedeuten, dass er den Mittelpunkt der Kirche fixieren wollte. Jede Kirche hat eine West-Ost-Achse. Sie wissen ja, wenn früher eine Kirche gebaut wurde, da ging man morgens hin und setzte dort, wo der Osten sein sollte, einen Stab hin, wartete auf den ersten Sonnenstrahl, der warf einen Schatten und das war die Achse der Kirche. Die West-Ost-Achse der Kirche, die hat jede Kirche. St. Michael hat aber auch noch eine zu definierende Nord-Süd- oder Süd-Nord-Achse. Damit hat sie einen Mittelpunkt, nämlich den Schnittpunkt. Dieser Mittelpunkt ist, so meine ich, für die Erfassung der Architektur dieser Kirche von höchster Bedeutung. Wenn Sie nun daran gehen und messen, die Kirche von außen, so stellen Sie auf der Karte, wenn Sie sich bitte auf die drei Quadrate konzentrieren wollen, so stellen Sie fest, dass Sie von den Innenkanten der Außentürme, der vier Außentürme, von Innenkante zu Innenkante eine Gerade ziehen können, einmal von West nach Ost, von Ost nach West, von Süd nach Nord, von Nord nach Süd. Sie bekommen ein Quadrat. Als wir das feststellten, fiel uns auf, dass dieses Quadrat exakt 100 sächsische Fuß lang ist. 100 sächsische Fuß. 33,3 cm ist ein sächsischer Fuß, also 33,30 cm. Und nun fiel uns auf, indem man vom Grundriss in den Aufriss geht, dass auch die Höhe 100 Fuß beträgt. Damit haben Sie einen Kubus. Und spätestens an dieser Stelle denkt jeder an die Bibel. Denn da steht bei Ezechiel eine Vision, die der Prophet hat. Der Engel zeigt ihm eine Stadt, deren Länge und Breite gleich ist. In der Offenbarung, 600 Jahre später, hat der Prediger Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, eine erweiterte Vision. Der Engel zeigt ihm eine Stadt, die so breit, wie lang, wie hoch ist. Also die Idealität eines Quadrates ist in die größere Idealität eines Kubuses entwickelt worden. Dass dahinter die griechische Philosophie steht, sage ich nur am Rande, so viel Zeit darf ich hier nicht in Anspruch nehmen, deswegen sei das eben nur erwähnt für Leute, die sich weiter interessieren mögen. Sie stellen also fest, die Kirche hat in ihrem Kernbau oder wird in ihrem Kernbau durch einen Kubus definiert. Und den definiert Ezechiel bzw. die Offenbarung als himmlisches Jerusalem. Das ist die Stadt der Sehnsucht. Das ist die Stadt der Zukunft. In der Offenbarung des Johannes an diese als erlösenden Ort zu denken, hatte deswegen seinen Sinn, der schrieb etwa um 100 nach Christus, weil 70 nach Christus Jerusalem von den Römern zerstört worden ist, der Staat Israel beseitigt worden ist und die Juden seitdem in der Diaspora leben. Bis 1948, das ist Ihnen alles bekannt. Diese Dinge können wir aber hier zur Erklärung der Fakten sehr gut gebrauchen. Also Jerusalem existiert real nicht. Also muss es ideal existieren und das erst recht für einen glaubenden Menschen als Zukunftswohnung bei Gott. Diese Erfahrung veranlasste uns, das Buch Himmlisches Jerusalem in Hildesheim zu betiteln. Wenn Sie sich auf die Zeichnung noch einmal konzentrieren wollen, so sehen Sie ein zweites, sehr dünn gezeichnetes Quadrat, das die Außenpositionen der vier Treppentürme markiert. Dieses Quadrat ist 120 Fuß lang. Und wenn Sie das letzte Außenquadrat, das auch die Außenmauern der Querschiffe tangiert, betrachten, kann ich Ihnen sagen, dieses Quadrat ist 150 Fuß lang. Jetzt werden Sie sagen, was sollen diese Spielereien? 100, 120, 150. Für einen antiken und erst recht für einen mittelalterlichen Menschen sind das Zahlen von höchster Qualität.
denn man kann sie in eine Relation zueinander setzen. 100 zu 150 ist in einem Verhältnis, geteilt 50 nicht, wie 3 zu 2. Die anderen entsprechen 150 zu 120, jeweils geteilt durch 30, die 5 zu 4. 120 zu 100 geteilt durch 20, die 6 zu 5. Das kann man in musikalische Intervalle umformen. Das konnten die damals schon. Versetzen Sie sich in einen Musiksaal. Das Orchester hat auf der Bühne Platz genommen, die Oboe spielt A. Sie wissen alle, 440 Schwingungen pro Sekunde ziehen jetzt durch den Raum. Alles stimmt auf A sich ein. Wenn Sie anschließend eine Harfenistin fragen, was klingt, dann sagt die, meine ganze Harfe klingt in A-Dur. Also nicht nur dieses A1, wie man das nennt, mit den 440 Schwingungen pro Minute Wiener Kammerton klingt, sondern die ganze Tonleiter, das haben die ganze Akkordleiter von A nach O. Also A und seine Obertöne. Das können Sie sich gleich klar machen, wenn ich dieses A anspiele auf der Geige und halbiere die Saite und spiele nur die halbe Saite an, dann haben Sie die Oktave. Das ist auch für Physiker leicht nachzuvollziehen, daran will ich mich nicht verlieren. Mit anderen Worten, ich kann diese Quadrate, 150, 120, 100, in musikalische Intervalle präzise in eine Quinte, in eine große Terz und in eine kleine Terz umformulieren, transponieren, sie spielen und sie hören einen harmonischen Klang. Also das, was Ihr Auge als himmlische Harmonie in der Kirche wahrnimmt, können Sie mit Hilfe der Musik transponieren und als himmlische Harmonie hören. Was Sie sehen, können Sie hören. Das war eine Lust der griechischen Antike. Das geht auf Zahlentheorien von Pythagoras und Platon zurück. Das können wir bei den ägyptischen Pyramiden feststellen. Das können wir auch bei St. Michael feststellen. Diese Harmonie, die ich Ihnen in den Außenquadraten, in den sogenannten drei konzentrischen Quadraten zu erklären versucht habe, können Sie auch im Inneren wahrnehmen. Wenn Sie sich bitte einmal auf die Dreiecke konzentrieren wollen, so sehen Sie auf der Mittelsenkrechten des kleinen Quadrates, des Innenquadrates, ein gleichseitiges Dreieck nach rechts und links gezeichnet. Dieses gleichseitige Dreieck nach links hat eine Spitze in der Krypta. Ich verrate Ihnen jetzt kein Geheimnis mehr, es landet genau in der Brust Bernhards. Zufall? Natürlich nicht. Wenn Sie das gleichseitige Dreieck nach Osten schlagen, so landet es exakt dort, wofür der Altar Johannes des Täufers stand, der Christus bekanntlich getauft hat. Wenn Sie das Außenquadrat mit einem gleichen gleichseitigen Dreieck versehen, so landen Sie exakt im Westen dort, wo die Krypta zu Ende ist, oder, um Ihnen ein weiteres Geheimnis zu sagen, auf das ich gerne in der Diskussion dann noch eingehe, wenn Sie möchten, wo die Bronzetüren gestanden haben. Nicht mit Wahrscheinlichkeit, sondern mit Sicherheit. Die Vorstellung des Doms immer wieder vertreten, die Türen seien von allen Anfang an im Dom gewesen, ist Sache Quatsch. Ich will weitere Erkenntnisse, die sich aus der Geometrie des Baues ergeben, hier nicht vortragen, es dauert zu lange, es wird dann auch ein bisschen geometrisch, aber eines sollte Ihnen klar sein. Und dazu will ich erst noch etwas anderes hinzufügen, ich spreche immer von der Geometrie, ich sollte auch von der Zahl sprechen. Das habe ich ja einleitend getan, indem ich von den Quadraten, keine Sinn sprach, einmal drei, Trinität, die Kirche ist voller Zahlen. Wenn Sie im Mittelschiff sind, haben Sie sicher festgestellt, da sind 9 Arkaden. Wenige haben nach oben geguckt, auf den sogenannten Obergaden, auf die Fenster und haben festgestellt, das sind 10 Fenster.
also 9 Arkaden und 10 Fenster. So etwas finden Sie in einer gotischen Kirche nie. Meine Frau und ich haben gerade eine Reise durch die deutsch-französischen Kathedralen gemacht. Nicht um das zu verifizieren, das weiß ja jeder, sondern um einmal einen ganz anderen Einblick zu bekommen in diese Situation. Feinschmecker sei verraten, dass wir 100 Meter von Moulin Rouge entfernt wohnten. Ich bin aber immer an der Hand meiner Frau dann abends in der Hafen ins Hotel gegangen. Ja, das sind so obrigatorische Aussagen aus der Vorlesung. In einer gotischen Kirche dieses zu erwarten, nämlich die axiale Symmetrie, ist ja völlig klar. Denn Sie haben ja ein Gurtgewölbe. Sie müssen die Gurte ableiten zwischen den Fenstern und zwischen den Arkaden. Sie können da nicht herumspielen. Sie müssen die Kräfte der Decke durch die Gurte von oben in die Erde bringen. Eine romanische Kirche hat eine Flachdecke. Da können Sie spielen. Da können Sie das sagen, was Sie theologisch sagen wollen. Nämlich, Sie wollen den 10 Geboten des Alten Testaments eine architektonische Aussage geben. Deswegen die 10 Fenster. Oder gehen Sie zum Bernward-Sarkophag und schauen Sie sich den Fries an. Da werden Sie feststellen, der ist in seinem Fries sehr unsymmetrisch. Der hat auf jeder Seite 7 Flammen, aber auf der einen Seite 5 Engel und auf der anderen Seite 4 Engel. Hat der Steinmetz nicht aufgepasst? Natürlich hat er aufgepasst. Gerade weil er aufgepasst hat, ist das so. Denn Bernward wollte 5 plus 4 gleich 9, Zahl der dreimaligen Trinität, und zweimal die 7 als Zahl der Vollendung haben. Zum Sarkophag wäre Ähnliches zu sagen, ich muss mir das jetzt ersparen. Also die Zahl ist präsent. Und das führt mich jetzt zu dem, was ich eben schon sagen wollte. Das alles ist kein Zufall, sondern die architektonische Realisation der Bibel. Kann man durchaus drin lesen, um in den Sprüchen Salomones 11,21 zu lesen, Gott hat alles durch Maß, Zahl und Gewicht geordnet. Gewicht meint in diesem Zusammenhang Gleichgewicht, Gleichharmonie, Gleichmusik. Gott hat alles also durch Mathematik, Geometrie und Musik geordnet. Diese drei Wissenschaften waren in der Antike und im Mittelalter die Hilfswissenschaften, um Gottes Schöpfung zu verstehen und damit Gott zu verstehen. Sie also in der Architektur von St. Michael nachzubauen, bedeutete, Gott anschaulich zu machen. Jetzt verstehen Sie die himmlische Harmonie. Und wer hier in der Krypta liegt, liegt am jüngsten Tag natürlich unmittelbar bei Gott. Ich will Ihnen verraten, was vielleicht auch nicht viele wissen, Bernward lag im Sarkophag und schaute über 40 Meter, das ist die Entfernung in Jerusalem von Golgatha zur Grabeskirche, das ist also nicht ungefähr, auf die Säule, die vorne in der Mitte des Mittelschiffs stand, unter dem ersten Vierungsbogen. Er schaute nicht nur auf die Säule, sondern er schaute präzise auf den Christus, der im Kruzifix über der Säule stand. Er schaute also präzise in einem Winkel von 10 Grad auf seinen Erlöser. Zufall? Natürlich nicht. Und wenn Sie mit dieser Wissenschaft umgehen, können Sie den Damen und Herren sofort sagen, die Säule steht falsch. Nicht nur, weil sie da in der Ecke steht, da stand sie ja im Dom auch. Sie steht in sich falsch. Sie muss um 180 Grad gedreht werden, denn das Wichtige ist für Bernhard, der im Sarkophag liegt, präzise auf Christi Ankunft in Jerusalem am Palmsonntag zu sehen. Und die steht genau auf der anderen Seite. Ich habe versucht, das zu erklären, man nahm mich nicht an. Aber Sie wissen das und können damit umgehen. Sie hören also, Gott ist definierbar für die Welt der Antike, für die Welt des Mittelalters, durch Mathematik, Geometrie und Musik. Ich komme zur zweiten Frage. Wer hat eine solche Kirche gebaut?
wer kann so etwas gebaut haben? In Hildesheim hören Sie die Aussage, das ist mit dem Mathematiklehrbuch des spätantiken Philosophen Boetius gebaut worden, dessen Schrift, die ich gerade zitiert habe, in der Dombibliothek damals und auch heute liegt. Das ist unmöglich. Boetius konnte das nicht, was hier an Mathematik und Geometrie gebraucht wurde. Er konnte es definitiv nicht. Zu sagen, danach, damit ist sie gebaut, ist also falsch. Natürlich kommen Sie gegenüber denen, die Jahrhunderte diese Theorie vertreten haben, nicht an. Das ist klar. Und wenn Sie die Hatz nicht hinter sich, sondern gegen sich haben, können Sie das auch nicht publizieren. Deswegen begrüßen wir das ja so sehr, dass wir hier unter uns sind. Also, so kann es nicht gewesen sein. Mit Boetius geht das nicht. Wer hatte damals vor 1000 Jahren das Wissen? Die Antwort lautet, nur der Osten. Kairo, Bagdad, Damaskus und Byzanz. Die Griechen in Byzanz. Wir wissen, das gesamte Wissen der Antike, nicht nur die Medizin, auch die Geografie, auch die Philosophie, Aristoteles zum Beispiel, ist nicht durch die Römer über die Alpen zu uns gekommen, sondern über den Umweg im Osten, über das oströmische Reich, über die Araber. Die haben das tradiert, nur tradiert, nicht weiterentwickelt. Hätten sie das nicht getan, hätten wir heutzutage kein Griechisch lernen können. Manche sagen, werden müssen. Also die antike Bildung hat diesen Weg genommen, auch die Mathematik. Mit anderen Worten, wir müssen danach fragen, wie kommt griechisches Wissen aus Byzanz vor 1000 Jahren nach Hildesheim? Auch die Antwort ist so leicht wie die Frage, durch Theophanen. Und damit kommen wir in die konkrete Geschichte des 10. Jahrhunderts. Sie wissen, die Sachsen, also wir, hatten in der Geschichte selten große Momente. Der letzte schlechte war durch den Sachsen Walter Ulbricht definiert. Und davor gab es am Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts eine Gelegenheit, durch das Erzgebirge, seinen Reichtum, Adam Ries und so weiter, die ist damals nicht genutzt worden, weil die Sachsen das Haus der Wettiner sich geteilt haben, getrennt haben und verspielt haben, die Situation. Damals geriet also die Macht, die in der Mitte Deutschlands war, in Hand der Sachsen, sowohl nach Norden wie nach Süden, zu den Preußen, zu den Österreichern, und wir haben den Dualismus, aus dem das 19. Jahrhundert entwickelt worden ist. Davor hat es eine Situation gegeben, in der die Sachsen Weltpolitik gemacht haben, nämlich vor 1000 Jahren. Da haben sie die Tradition des Ostfränkischen Reiches übernommen, Heinrich I., Otto I., Otto II., Otto III., das sogenannte ottonische Zeitalter. Sie waren die Erben der karolingischen imperialen Macht. Karls des Großen Reich, 800 Kaiserkrönung in Aachen, sowas wissen Sie alles, das wurde ja schon unter den Enkeln geteilt, nicht die Enkel haben verspielt, was Opa geschaffen hatte, 843 in Verdun, und dieses Teilungsergebnis, das westfränkische, mittelfränkische und ostfränkische Reich, führte zu den Kontroversen, aus denen heraus sich das ostfränkische, sprich deutsche Reich, und das westfränkische, sprich französische Reich, entwickelt haben. Über die Einzelheiten kann ich hier nicht sprechen, davon hören Sie sicher in den Vorlesungen von Herrn Gehler besser. Aber das Ergebnis ist wichtig. Durch zwei große Schlachten gegen die entscheidenden außenpolitischen Gegner, gegen die Normannen, gegen die Slawen, gegen die Ungarn, haben die Ottonen sich die Kaiserwürde verdient. Sie haben 933 an der Unstrut die Slawen geschlagen und 955 auf dem Lechfeld bei Augsburg die Ungarn. Zur Konsequenz hatte das, dass diese Reiche nach Osten abgedrängt wurden, dort ihre eigenen Reiche dann auch bildeten, um 1000, und das Ostfränkische Reich als der große Retter des Abendlandes, jetzt spreche ich mal mit großen Formulierungen, dastand.
so bedeutend, dass der Papst sich veranlasst sah, 962 diesem Sieger Otto die Kaiserwürde zu geben. Am Rande sei erwähnt, bei den beiden entscheidenden Schlachten hatten die Sachsen ein Feldzeichen, das ihnen siegreich half. Und auf diesem Feldzeichen, Sie werden es erraten, war der Erzengel Michael abgebildet. So etwas hat es in der Weltgeschichte schon zweimal vorher gegeben. Konstantin, 312 nach Christus, hat eine wichtige Schlacht gewonnen. In hoc signo vinces wurde ihm gesagt, in diesem Zeichen wirst du siegen, und er hat ein Kreuzzeichen auf die Schilde seiner Soldaten gemalt. Dasselbe hat 496 der Franke Chlodwig getan. Und beide merkten, Donnerwetter, dieser Christengott, der ist der richtige Sieghelfer. Die anderen Götter, Donar, wie die Kameraden alle hießen, die können wir gar nicht mehr gebrauchen. Ich werde Christ. Und ein selbes Erlebnis hatten also die Ottonen 933, 955 mit St. Michael. St. Michael wurde so etwas wie der Reichsheilige der Ottonen. Er kam aus dem Osten, ist dann in Süditalien, in Gargano, erstmalig auf europäischen Boden gekommen. Und das berühmteste Michael-Heiligtum, das es auf der Welt gibt, kennen Sie alle. Natürlich St. Michael, klar. Ich will es sagen. Aber auch den Mont Saint-Michel an der nordfranzösischen Küste. Den kennen Sie ja alle. Daneben gibt es noch wenige andere von gleicher Bedeutung. St. Michael in Hildesheim ist von vergleichbarer Bedeutung. Nachdem Otto diese Würde des Kaisertums bekommen hatte, wollte er natürlich die Sukzession, das heißt, die Kaiserwürde in seinem Hause erhalten wissen. Dafür brauchte er aber noch mehr Qualität. Am besten eine Frau aus kaiserlichem Haus. Er ließ in Byzanz, wo damals der einzige Kaiser war, nachfragen, mit einer entsprechenden Gesandtschaft, diesen Geschenken und wie man das so macht, ob der dortige Kaiser nicht eine Tochter hätte, die für seinen Ottos Sohn geeignet wäre. Kaiser hatte eine namens Anna, die wollte er aber nicht hergeben. Er gab seine Nichte namens Theophanu her. Die kam mit großem Brautschatz, wie überliefert ist, und einer Fachdelegation in Süditalien, in Bari an und von dort aus 975 oder war es 73? Frank im Augenblick, bitte um Entschuldigung, ich habe es nicht zu neu nennen, an und wurde dann sofort Braut Ottos II. Und Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches. Damit kommt das orientalische Wissen nach Sachsen. In Sachsen, also bei uns, gab es eigentlich nur Eichenwälder und Hirseäcker. Viel Nebel und ab und zu ein Kloster, ein Bistum, und die Gutshöfe, die Pfalzhöfe, waren bestenfalls bessere Bauernhöfe. Und da kommt Theophanu mit dem Glanz des Orients, mit einem gewaltigen Brautschmuck. Das ist natürlich ein Zivilisationsschock für die Sachsen. Umgekehrt für Theophanu natürlich auch. Was ist denn das hier für eine Krämerlandschaft? Und sie gibt Impulse. Wir können das an der gesamten Kunstbreite dieser Zeit vor 1000 Jahren ablesen, dass der orientalische Einfluss auf das ostfränkische werdende Deutsche Reich zu verzeichnen ist. Zum Beispiel in Hildesheim. Im Domschatz in Hildesheim sind Ornamente, die in kleinteiliger Form den unbedingten und nur aus Byzanz denkbaren Kunsteinfluss dieser Zeit zeigen. Und unter diesen Leuten müssen wir auch die mathematisch-geometrischen Kenner, den Architekten der Michaeliskirche, vermuten. Dies der Genialität Bernwards zuzusprechen, wäre falsch. Wie soll der Mann das wissen? Der ist ja auch nicht aus dieser Zeit herausgekommen. Der kann das also nur am Hofe, am ottonischen Hofe, kennengelernt haben.
Dort war er sozusagen angestellt. Er musste Urkunden schreiben. Das war damals das einzige schriftliche Geschäft von höchster politischer Bedeutung. Also Notar des Reiches zu sein, bedeutete eine höchste Vertrauensstellung zu haben. Noch höher war dieser, weil Theophanus und ihr Mann, Otto der Zweite, eben diesen Bernward zu ihrem Kronprinzenerzieher machten. Zu dem Erzieher des nachfolgenden Otto des Dritten. Also war Bernward am ottonischen Hof die bedeutendste Persönlichkeit nächst dem Kaiserpaar. Und er bekam das alles mit, was da getan wurde, im Alter von 20 und mehr Jahren. Als er 30 wurde, kam er 993 als Bischof hier nach Hildesheim. Zu vermuten, dass er dann hier in Hildesheim die Kirche konzipiert und danach gebaut hätte, ging an der Realität völlig vorbei. Er hatte ein heruntergewirtschaftetes Bistum zu reorganisieren. Er musste Reichsdienste machen, er musste Heereskontingente stellen, er musste die Wirtschaft wieder ankurbeln. In dieser Zeit einen komplexen Kirchenbau mit Mathematik, Geometrie und Musik zu konstruieren, wäre völlig daneben gedacht. Er muss das am ottonischen Hof kennengelernt haben. Und dort sich die Idee eines himmlischen Jerusalems abzuholen, hat viel Sinn. Ich komme auf die Kirche zurück. Wenn Sie auf sie zugehen, stellen Sie fest, sie hat zwei symmetrische Türme. Sogenannte Vierungstürme. Bei keiner anderen Kirche der Welt sehen Sie so etwas. Sie sehen wohl zwei Türme, aber in dieser Symmetrie nicht. Wir sprechen von doppelter Symmetrie. Das ist Ihnen ja klar. Sie haben ja das Achsenkreuz gehört. Sie können also die Kirche sowohl Nord-Süd aufklappen, wie Ost-West aufklappen und haben im Kernbau immer gleiche Hälften oder Viertel. Die Kirche hat eine doppelte Symmetrie. Das hat sie nur, weil sowohl die Kirche wie der Staat in ihr verkörpert werden. Und das ist hier das Geheimnis der Ottonen. Sie sind sowohl eine politische Macht wie eine religiöse Macht. Der Kaiser ist genauso verpflichtet wie der Papst, für das überirdische Heil der Menschen zu sorgen. Papst und Kaiser gehen zusammen in dieser Aufgabe. Und in Hildesheim findet sich in dieser doppelten Symmetrie die ideale architektonische Ausdrucksweise. Dafür gab es nur, wie ich das nenne, ein ganz kurzes Fenster der Geschichte. Die Kirche war praktisch in den Staat integriert. Wir sprechen von einem ottonischen Reichskirchensystem. Sie war mit dem Staat verheiratet, könnte man auch sagen. Beides waren Kräfte auf demselben Wege. Im 11. Jahrhundert ändert sich das Selbstverständnis der Kirche. Die Kirche entdeckt, Mensch, wir werden ja abhängig vom Staat. Der Kaiser nimmt Bischöfe, macht einfach Leute zu Bischöfen, die er gerne gebrauchen könnte. Die haben ja keine Nachkommen. Also kann man, wenn sie tot sind, ihnen das Bistum wieder wegnehmen und es einem anderen geben. Man kann viel besser über die Masse verfügen. Und die Kirche sieht natürlich die Abhängigkeit ihrer Würdenträger vom Staat. Es kommt das Stichwort auf, Libertas Ecclesiae, Freiheit der Kirche vom Staat. Und das drückt sich aus in allererster Linie in dem Begriff der Laieninvestitur. Nicht der Laie, also nicht der König, nicht der Kaiser soll den Bischof investieren mit Stab und Ring, sondern das, bitte sehr, soll doch der Papst machen. Oder eine andere Forderung der Zeit, die Simonie muss verboten werden. Kennen Sie Simon aus der Apostelgeschichte, beziehungsweise aus den Evangelien, aus dem Donnerstagabend, der für Geld Jesus verriet. Simonie ist also das, was wir heute Korruption nennen. Das wird verboten. Und am besten, damit die Bischöfe
frei sind von weltlichen Bindungen, veranlassen wir sie, zwingen wir sie, nicht zu heiraten. Also das Zölibat kommt damals auf, steht nicht in der Bibel, ist eine historische Entwicklung im 11. Jahrhundert, kann also auch in historischen Situationen, zum Beispiel heute, wieder verändert werden. Hat mit der Definition der Kirche aus der Bibel heraus nichts zu tun. Mit diesen drei Begriffen, Investitur, Leibinvestitur, Simonie, Zölibat, macht die Kirche Dampf. Der Dampf ging interessanterweise von einem Kloster aus, Cluny. Und das werden Sie heute Abend sicher behalten. Als der Grundstein für St. Michael 1010 gelegt wurde, wurde in Südfrankreich 1010 das Kloster Cluny gegründet. Aber von Cluny geht eine ganz andere Wirkung aus, nämlich die, die ich eben mit dem Begriff Libertas Ecclesiae beschrieben, die Freiheit der Kirche. Die Bewegung kam in Rom an. Dort nahm man sie auf und formulierte als Papst dann entschiedener, wir, die römisch-katholische Kirche, ich, der Papst, befreie uns von dem Einfluss des Staates und sind eigentlich viel wesentlicher, weil geistiger, geistlicher als der Staat. Wir stehen über dem Imperator. Das gibt eine unheimliche Kontroverse, in deren Verlauf, Sie wissen das, Stichwort Canossa, der deutsche Kaiser, damals Heinrich IV., sich von diesem Vorwurf trennen musste und vor Canossa nun zu einer Abbitte kommen musste. Mit anderen Worten, nach 1077 kann eine solche Kirche der doppelten Symmetrie der Vereinigung von Staat und Kirche, wie sagt Michael, überhaupt nicht mehr gebaut worden sein. Das kann es nie mehr wieder geben. Das kann es nur in der zu kurzen Zeit von Theophanu bis in die Mitte des 11. Jahrhunderts gegeben haben. Und das hat es nur einmal gegeben und das hier in Hildesheim. Deswegen hat die Stadt über die ottonische Reichsgeschichte eine solche Beziehung zu Europa. Dankeschön. Theorie genannt, die bisher so geläufig ist, und haben sie durch eine neue Quadrattheorie ersetzt. Und ich muss zugeben, dass ich da erhebliche Schwierigkeiten habe, wie diese Quadrate hier zustande kommen. Und zwar, wenn man sich das erste Quadrat anschaut, das mit dem 100-sächsischen Fuß, wobei ich schon Probleme habe mit dem ostsächsischen Fuß, denn wenn man Messungen in der Kirche betreibt, dann kann man feststellen, dass das Werkmaß entgegen dem
Aussagen von Herrn Alfred Günther und Ihnen nicht die sächsische Fuß von 33,3 ist, sondern 32,5. Man kann mit der Leiter auf die erhaltenen beiden Kämpferblöcke hinaufsteigen. Ich habe nachgemessen, das ist exakt 32,5 hoch, ein Fuß hoch und zwei Fuß breit, also ein halber Löffel. Jetzt sehe ich hier bei Ihrer Zeichnung, dass die Quadrate, also das innere Quadrat, sehr dick gesetzt ist und dass der Anschluss, also die Ecken genauer gesagt, da wo die Treppentürme sitzt, nicht aufgenommen worden ist, sondern in dem Falle als Kantenmaß die Außenseite der Treppentürme. Beim nächsten Quadrat, dem dünneren, haben Sie aber nicht das Außenmaß genommen, sondern das Innenmaß dieser Treppentürme genommen, und zwar in den Südosten stark abweichend, sodass auch da Maße zustande kommen, die mit den Abweichungen, die Sie bei dem ersten Quadrattheorie bekämpfen, dann sozusagen wiederfinden. Und die Schwierigkeit, die ich jetzt sehe, ist, und das möchte ich gerne von Ihnen erfragen, ist, gibt es Zusammenhänge zwischen der von Ihnen gedachten Geometrie, wobei ich einige Probleme sehe, was Ihre Höhenangaben betrifft. Sie behaupten, dass die Höhe der Kirche 100 quadratische Fuß gehabt habe. Woher wollen Sie das wissen? Es gibt einen neuen Aufsatz von Michael Kotzow über alle bisher bekannten Rekonstruktionen der Kirche, und da gibt es nicht eine übereinstimmende Maßhöhe. Dann haben Sie etwas gesagt über dass die Wärmerzeuge um 90 Grad gedreht wurden. Entschuldigung, Sie sagen, 180 Grad gedreht werden müssen. Das ist sicher auch falsch. Denn wenn Sie heute noch vorstehen, muss sie entweder um 90 Grad oder um 270 Grad gedreht werden. Maßgabe sind die Paradiesesfüße. Denn wenn sie um 90 Grad gedreht würde, schauen Sie den beiden entsprechend frontalen Paradiesfüßen auf die Schulter. Das kann nicht sein. Und was den Winkel von 10 Grad von Bernhards Brust aus betrifft, es ist nicht bekannt, wie hoch das Kreuz war, was oben auf der Säule war. Sodass auch so eine Messung eine Spekulation ist. Ganz abgesehen davon, dass die exakte Position der Brust Bernhards nicht bekannt ist. Alle Quellen darüber sind nicht eindeutig. Die häufige Lage stimmt in etwa, so kann man sagen, vor allem was die Ausrichtung angeht, aber nicht was das Ganze angeht. Sicher falsch ist auch in Ihrer Theorie, dass diese Sarkophag-Engel-Zahl von 9 sich zurückführen lässt, entweder auf 3 mal 3 oder 7 plus 2. Sie ist einfach. 4 plus 5. Oder 4 plus 5. Ja, 4 plus 5. Also sie kommen auf 9. Aber die 9-Zahl erklärt sich natürlich durch die Hierarchie der Engel, die Bernhard durch die Lehre des Pseudo-Dionysius Areopagita kennengelernt hat, nämlich Zaun von Paris. Ja. Zunächst freue ich mich, ich habe gehört, dass Sie hier im Beschlussmaus sind, und das wollte ich immer schon eine Begegnung mit Ihnen herbeiführen. Dass wir Sie öffentlich wiederholen, ist umso erfreulicher, und ich gehe offensiv darauf zu. Denn Sie haben ja, Sie sind bekannt als ein sehr quellenorientierter Mensch, auch mir bekannt. Sie haben dadurch sicher erkannt, dass in der Kirche mehrere Bauhütten, könnte man sagen, mehrere Baufirmen, würde man moderner sagen, gearbeitet haben, folglich mehrere Fußmaße präsent sind. Es ist nicht nur der von mir genannte sächsische Fuß mit 33,3 cm präsent, sondern ebenso der von Ihnen genannte Piedurois. Der ist nicht nur an den Kämpferplatten der Säulen präsent, sondern etwa auch an dem Bernhard-Sarkophag, der 2x7 ist. Darauf will ich dann nicht eingehen. Und es ist ein drittes Maß mit 31 cm präsent an der Säule. Das heißt also, es ist, ich fange an zu transportieren, bitte Entschuldigung wegen der Anstrengung und des Wassertrinkens. Es ist also so, dass die Aufträge, die in der Kirche zu vergeben waren, für die Architektur einheitlich mit 33,3 cm vergeben worden sind. Nicht um Widerspruch. Ich sage darüber hinaus, Roggenkamp hat mit dem
GFOAT gemessen und deswegen ist er auf 102,5 gekommen, statt auf 100. Es ist zweitens in den Säulen und im Sarkophag mit dem fränkischen Königsfuß gearbeitet und es ist drittens mit dem byzantinischen Fuß an der Säule gearbeitet, sodass man das bitte auseinanderhalten muss. Und ich spreche bei diesen drei Quadraten nur von der Architektur und damit nur gehe ich nur um mit dem sächsischen Fuß. Die Abnahme der Quadrate ist nicht zufällig, sondern dort, wo sie sinnvollerweise angegeben ist. Wenn die Zeichnung etwas ungenau ist, dann liegt das bitte an der Zeichnung und nicht am Messen. Wichtig ist neben dem Achsenkreuz auch das sogenannte Andreaskreuz, das Sie schräg da durchgehen sehen. Das nennt man schon die antiken Agrimensoren, nennen es so, Crux Decussata. Sie merken, dass alle drei Quadrate die Crux Decussata schneiden. Sie hätte überhaupt gar keinen Sinn, wenn die Quadrate das nicht täten. Deswegen nimmt man sie also ab, in diesem von Ihnen kritisierten Falle, aber für mich ganz einsichtig bei den Treppentüren da, wo man es getan hat, und bei dem Außenquadrat da, wo man es ebenfalls getan hat. Also deswegen widerspreche ich Ihnen da ausdrücklich. Würden Sie mir ein Stichwort geben, was Sie weiterhin hier... Ich frage mich jetzt, wir müssen jetzt in die Geometrie ganz tief einsteigen. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass Grambart seinen Bau liturgisch komponiert hat. Und die entscheidenden liturgischen Orte, da haben wir im Grunde einen einzigen genannt, der wirklich von Bedeutung jetzt im geometrischen Rahmen ist, ist der Altar Johannes des Täufers im Osten. Alle anderen zentralen liturgischen Orte werden hier von dieser Geometrie nicht erfasst. Das ist meine Kritik an dieser Geometrie. Ja, ich kann der These nicht folgen, dass er das nach liturgischen Gesichtspunkten konstruiert hat. Nach liturgischen Gesichtspunkten hat er allein die West-Ost-Achse komponiert und entsprechend bestückt. Im Westen die Tür, dann den Sarkophag, dann zum Osten kommen, der nicht mehr vorhandene zwölfarmige Leuchter, dann unter dem ersten Vierungsbogen die Säule, dann ganz im Osten den Johannisaltar. Das ist die liturgische Achse durch die Kirche. Die Architektur hat mit der Liturgie, meine These gegenüber ihrer, ich sehe ihre aber nicht bewiesen, hat mit der Architektur also nichts zu tun. Aber bitte, wir diskutieren das weiter. Ja, ich möchte mich hier nicht aufdrängen. Es gibt andere vielleicht noch. Ja, es ist ja spannend und für jedermann. Und damit offen umzugehen, ist mein Ziel und ist Ihre Berechtigung völlig. Ich habe Ihre jüngste Publikation, die Sie herausgegeben haben, noch nicht lesen können, aber ich werde mich darin vertiefen. Sie haben eine. Ja, das zum Beispiel bitte. Mit 33,33 Zentimeter lang. Ich war selber verblüfft, weil ich dachte, dass es karolingischer Fuß ist. Und bei der Entfernung zwischen dem Krypta und dem Säulenbogen, also an dem westlichen Führungsturm, also es gibt in dieser Entfernung, und den Vergleich ist genau dieselbe Entfernung ist wie zwischen Golgotha und dem Krypta. Ja. Also ich meine, in dem Buch steht nicht 40. Ungefähr. Also zunächst ist nicht der westliche, sondern der östliche. Meinen Sie? Ja, genau. Und meine Frage wäre eigentlich der sächsische Spitzenwechsel. Also Bernhard kam selber aus Sachsen und Sie schreiben auch, der war sächsischer Grafenfürstin. Ja, genau. Und ja, war das jetzt in dieser Region hier der erste sächsische Spitzenwechsel, den man verwendet hat, dadurch, dass Bernhard als selber auch Sachsen gab? Ja, dieser sächsische Stützenwechsel, Säule, Pfeiler, Säule, Pfeiler, Säule, Säule, Pfeiler, Säule, Säule. Der ist in der Michaeliskirche nicht erstmalig, wir wissen nicht ganz genau überall St. Peter Bescheid, wir wissen nicht ganz exakt in dieser Sache über den Vorgänger des Kölner Doms Bescheid, aber in dieser Reinheit ist er erstmalig hier. Er hat mit der Architektur nichts zu tun, er ist ein Vogel. So, Herr Schneider, Sie haben sich gemeldet. Ja, wie ist das dieses haben Sie eine Erklärung, was ja tatsächlich von der ganz klassischen Einteilung einer Kirche, einer Basilika, von zentraler Bedeutung ist und
dann natürlich auch liturgisch von Bedeutung ist, das ist das Ende des Querhauses, also da, wo der sakrale Raum, Stufe tiefer, dann ins Langhaus übergeht. Das ist, geht bis zurück in ihre Bedeutung in die Antike. Haben Sie irgendwie eine Begründung, dass diese Linie, sonst hat die für Ihre Rekonstruktion irgendeine Bedeutung, ich sehe hier nichts eingetragen, aber haben Sie vielleicht ansonsten eine Bedeutung gefunden? Also für die Linie, die das Querbereich trennt, der sozusagen sakral eine andere Stufe ist und eigentlich immer war, schon seit der Antike, und dem übrigen Langhaus. Ja. Das kann ich aus der Geometrie erklären, aber nicht mit dieser Zeit. Ja. Da bitte ich Sie, auf das sogenannte zentrale Zwölfeck zu gehen. Das ist mir für den Vortrag ohne Dokumentation und Herleitung zu schwer. Dann kommen Sie exakt auf die Linienführung, die Sie ansprechen. Das führt uns natürlich, das könnte uns führen zu den Engelemporen, die Sie ja in den Enden der Querhäuser sehen, aber das ist auch ein sehr kompliziertes Thema. Da gibt es nur einen einzigen Engelchor, der original ist, und zwar der, wenn Sie reinkommen, links hinten, also im Nordwesten. Alle anderen sind Rekonstruktionen, und der im Nordwesten hat eine Besonderheit, an der Sie die Exaktheit der bernwardinischen Mathematik beweisen können. Das ist aber zu komplex für jeden, ich will es für Kenner nur ansprechen, und er halte mich ja schon ganz gerne mit Ihnen und mit anderen darüber. Ich hätte noch den hier. Ja, sehr geehrter Herr Oberisch, Sie haben in Ihrem Vortrag ja soeben ausgeführt, dass der gesamten Architektur eine, wie sollte man sagen, ich weiß nicht, was der richtige Ausdruck ist, ob man, kann man nicht von einer esoterischen Bedeutung sprechen? Nein. Theologisch? Ja. Ja, okay. Könnten Sie eventuell noch etwas mehr zu dem theologischen Hintergrund ausführen? Mein ganzer Vortrag war eine einzige Ausführung zu Theologie. Das Esoterische weiß ich nicht. Deutlich zurückweisen. Das Theologische habe ich aus dem Verständnis des Judentums, des Christentums und der griechischen Antike im Spannungsrahmen einer Vorlesung zu gründen. Das ich würde gerne noch mal anknüpfen bei der Frage von Herrn Schulz-Morgens, was Sie gehört haben. Das ist auch angesprochen worden. Und da ist mir auch nicht ganz klar, welche Maße Sie haben. Denn bin kein Michaelis-Kenner und habe das auch nur, gestehe das gerne offen zu, am anderen mitverfolgt, aber soweit ich das mitbekommen habe, einen Aufsatz im Jahrbuch der Stadt Wiedesheim, das des Heimatischen Vereins, zeigt, dass diese Kirche ganz unterschiedliche Ausformungen hat, ganz unterschiedliche Gestaltungsbilder, dass die heutige Michaeliskirche, so wie Sie sie sehen, nicht identisch war mit der schon in der frühen Neuzeit oder in der spätmittelalterlichen Zeit. Das heißt also, wie kommen Sie damit klar, wenn Sie jetzt ausgehen von der heutigen Struktur? Das ist eine ganz banale, aber simple Frage für mich, wo ich gerne eine Antwort hätte. Ich hatte das eben vergessen, da haben Sie eine wichtige Frage gestellt. Wie kommt man zu der Aussage, dass die Kirche genauso lang wie breit wie hoch ist? Wenn Sie die Kirche durchmessen haben und sehen, wie die Geometrie hineinpasst und wie alles durch die Geometrie erklärbar ist und nichts übrig bleibt, gehen Sie auch zu Spielereien. Das heißt, in diesem konkreten Fall, Sie verwandeln den Grundriss in einen Aufriss. Dafür gibt es verschiedene mathematische und geometrische Wege. Und bei diesem Verfahren kommen Sie exakt auf die Höhe von 100 Fuß. Die ist bei der jetzigen Kirche um 40 cm verpasst worden. Der Steinborn, der Brendel, der Bleich, die drei Architekten, die daran beteiligt waren, so darf ich mir erlauben zu sagen, wussten das damals nicht, was mit Geometrie und Mathematik, vielleicht Mathematik eher, weil es ja abzählbar und sichtbar ist, aber was mit der Geometrie in der Kirche los war, deswegen haben sie das verpasst. Vergleiche mit der Kirche vor dem 22. März 1945 verbieten sich völlig. Da war vieles gar nicht mehr da. Da war der westliche Vierungsturm, um das Auffälligste schnell zu nennen, nicht mehr da. Davor das Querschiff nicht, das Ende des Querschiffes nicht. Der östliche Vierungsturm hatte eine barocke Haube. Die Kirche war umgedreht, der Eingang war im Osten. Die Kirche war völlig deformiert.
Ich leite aus meinen politischen Überlegungen über das Fenster der Geschichte die Aussage ab, dass nach dem Bau der Michaeliskirche und dem Abgang der großen Politik von Sachsen nach Süddeutschland, Stichwort Bamberg, Nürnberg, Salier, Staufer und so weiter, ich leite daraus die Aussage ab, dass Sachsen, dass Hildesheim in den Windschatten der Geschichte geriet und kein Mensch sich dafür mehr interessierte. Deswegen ist die Kirche mehr und mehr im Verfall hingegeben worden. Und wir haben sie dann in dem Zustand, wie wir sie am 22. März hatten. Darüber ist eine weite Diskussion zu führen, wie das aussah. Ich kann mich der nicht widmen, weil ich dafür zu wenig weiß. Herr Schneider, dann bitte noch eine kleine Frage. Was habe ich als Anhaltspunkte, um die Türe auf die Rotunde zu setzen? Ja, schön, dass die Frage von Ihnen kommt. Sie haben ja gerade einen Bernhard-Aufsatz geschrieben und in dem Bernhard-Aufsatz geschrieben, man könne zur Tür nicht sagen, im Augenblick, die Forschung sei nicht so weit, das hat mich natürlich in besonderer Weise gereizt. Darf ich die Frage eben dazulegen? Ich schließe dann wieder bitte. Ja, wer hat denn damals eigentlich diese biblische, geometrische Architektur verstanden, außer der geistigen und möglicherweise der technischen Elite, von der sie glauben, dass sie in direkten Wege über die Ufano in einem Wege nach uns gekommen ist? Das ist nicht die Frage der Rezeption. Ist das nicht eine, dann würde man sagen, sehr starke Behauptung, nur diese eine Übertragung? Sie dazu eine ergänzende Frage stellen? Ja, genau. Und zwar, ob es konkrete Vorbildbauten im byzantinischen Bereich gibt, die Ihre These dann auch noch stützen würden, wo Sie dann sagen können, dieses Element kann man tatsächlich in St. Michael dann wiederfinden. Ja, die Hagia Sophia ist natürlich mit ihren harmonischen Verhältnissen hier zu nennen. Ich darf Ihnen zu den Zahlen 100, 120, 150 noch sagen. 120 ist genau das harmonische Mittel von 100 und 150. Mathematiker sofort sehr schnell, nicht das mathematische Mittel, sondern das harmonische Mittel. Genauso ist die Hagia Sophia gebaut. Aber es geht tatsächlich um die Griechen und wir haben keine Quellenbeweise. Wir haben nur zwei schriftliche Beweise. Zum einen über die gleichzeitigen oder ganz kurz verschobenen Bauten in Paderborn durch den Bischof Meinberg, auch nicht zufälligerweise, sondern verständlicherweise aus sächsischem Adel, der in Paderborn eine geradezu sakrale Landschaft in Form eines Kreuzes, verschiedene Kirchen in der Stadt baute, dafür extra Leute nach Jerusalem schickte, um dort Maße abnehmen zu lassen. Und in diesem Baubericht, das heißt in seiner Vita dazu, steht, Operarii Graeci hätten die Kirche gebaut. Bartholomäus-Kapelle nur, die aber die entscheidendste ist. Ob die an den anderen Kirchen mitgebaut haben, wissen wir gar nicht. Deswegen können wir nicht sagen, nur. Zweitens haben wir in der Godehard-Vita den Hinweis, also Godehard-Nachfolger des Bernwarts, den Hinweis, dass im Dom zu seiner Zeit Griechen waren. Das sind die beiden einzigen schriftlichen Hinweise, die wir haben. Und damit müssen wir in der Tat umgehen. Ich sehe nicht, dass Sie meine Theorie umschmeißt, denn unsere Theorie erwächst ja allein aus der Geometrie heraus. Jetzt kommt die spannende Frage von Herrn Schneider, die natürlich eine weitere Stunde in Anspruch nehmen könnte. Warum haben die Türen zu Anfang nicht im Dom gestanden, sondern in St. Michael? Ich schließe gerade eine Broschüre ab mit dem Titel Gottes Stadt und Bernwardsburg. 1000 Jahre Bau und Wiederaufbau von St. Michael, weil wir festgestellt haben, dass dieses Buch zu schwer in der Rezeption für eine breite Öffentlichkeit ist. Die Mathematik ist zu schwer. In dieser habe ich gerade am Wochenende versucht, mir über die Tür klar zu werden und 10 Gründe dafür genannt, dass sie in St. Michael gehangen haben muss. Die kann ich jetzt hier alle nicht wiederholen. Das nimmt mindestens eine Stunde in Anspruch. Ich verweise Sie auf Folgendes. Auf die Geometrie habe ich Sie verwiesen, auf die Inschrift kann ich Sie natürlich verweisen, aber gehen Sie doch bitte auch in das Römer- und Byzantiermuseum und machen Sie eine einfache Beobachtung, die Sie jetzt machen können, sonst nicht.
Schauen Sie sich die Türen an und sehen Sie dabei, dass rechts bei der neutestamentlichen Tür und links bei der alttestamentlichen Tür je ein Zapfen angebracht war, in der die Tür stand und sich drehte. Und Sie werden sofort sehen, dass der rechte Zapfen nicht abgenutzt ist und der linke Zapfen stark abgenutzt ist. Derjenige, der das als erster dokumentiert hat, ist Herr Prahl da vorne im roten Hemd. Daraus lassen sich nun weitere Überlegungen ableiten, nämlich zunächst mal die, dass die rechte Tür gar nicht benutzt worden ist, sondern feststand und die linke Tür ständig benutzt worden ist. Das hat auch die Konsequenz gehabt, dass bei der linken Tür vom Zapfen aus über 1,5 Meter ein Aufriss im Metall zu verzeichnen ist, der sehr kunstunfertig, sagen wir mal, das ist die Formulierung von Herrn Prahl, durch einen Dorfschmied, durch einen Grobschmied mit Platten genietet worden ist und festgehalten worden ist. Später hat das keine Bedeutung mehr gehabt, denn im Dom ist die Tür anders aufgestellt worden, nicht laufend in den Zapfen. Jetzt könnte ich daraus meine weitere Entwicklung über die Tür, ihre Geschichte, ihren Gebrauch ableiten. Das führt mir, wenn Sie gestatten, jetzt etwas zu weit. Sie müssten mir noch eine Viertelstunde geben und dafür sind wir, glaube ich, nicht mehr. Aber lassen Sie uns gerne ein Gespräch darüber führen. Ich lasse Ihnen die 10 Gründe zukommen. Und ja, natürlich muss ich einen nennen. Das sollte ich doch tun. Wir haben auch zwei architektonische Argumente. Wenn Sie in die Kirche im Westen eintreten, müssen Sie über eine Schwelle gehen und anschließend 80 cm runterzukommen, um auf den Boden der Krypta zu kommen. Wenn Sie sich ein bisschen in die Jahrhunderte zurückversetzen, können Sie sich vorstellen, dass auch im Westen ein Hügelanstieg zur Kirche führte. Der ist sozusagen platt gemacht worden, aufgefüllt worden, als die gegenüberliegenden Häuser gebaut wurden und der Bodenaushub dahingelegt worden ist. Das heißt, die Kirche war in früherer Zeit 80 cm oder 5 Stufen hoch über die Schwelle und 80 cm wieder runter. Sie kommen auf den Hügel, gehen 80 cm hoch über die Schwelle und wieder 80 cm runter. Das möge man mir mal beweisen als Stichhalter. Wir haben zweitens ein radartechnisches Institut gebeten, die Mauer zu durchleuchten. Mit Röntgenstrahlen. Die Mauer ist an der Stelle 150 cm etwa, plus minus 1,3, dick. Sie besteht aus einem Außenverblender, einem Innenverblender und Schuttsteinen. Der Zwischenraum ist mit Bruchsteinen, die grob in Mörtelbett gelegt worden sind, angefüllt. Und wenn Sie jetzt das radartechnische Auge darüber laufen lassen, stellen Sie fest, dass an einer Stelle exakt diese Zwischenmörtelsteine auf Laibung gemauert sind und auf der anderen Seite exakt ebenfalls auf Laibung gemauert waren. Da ist aber das Ganze leicht verrutscht, nur leicht. Es ist erkennbar. Die brauche ich Ihnen nicht mehr zu sagen, dass die lichte Weite, die entsteht, genau für die Tür war. Stellen Sie vor, der Dom hatte ein einziges Argument dieser Qualität. Herr Schuffels hat 1993 geschrieben, nach allem, was wir wissen, war die Tür von allem Anfang an im Dom. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, dann sagen Sie mir mal, was Sie wissen. Und er sagt, nichts. Ich sage, 10 Gründe. Jetzt sind Sie wieder dran. Jawohl. Ich möchte nur zu bedenken geben, ja. Die archäologischen Untersuchungen 2006 bis 20 Jahre hindurch haben ergeben, dass die Tür an keiner Stelle der Kirche gehangen haben können. Das behaupte ich auch. Sie haben zur gleichen Zeit auch keinen Platz im Dom gehabt. Meine These ist, sie ist von 2011 bis 2013 fertiggestellt, einschließlich in Schrift. Dann kam Bernhard zufällige Krankheit. Die Tür ist 20 Jahre dargelegen, entweder auf dem Hügel oben oder bei den Domwerkstätten unten. Und erst Godehard hat sich erbarmt und hat seinen Dom im Westen umgebaut, um die Tür einbringen zu können. Denn das, was bei Ihnen steht in Ihrem Buch, dass da nämlich Godehard die
Türen geraubt habe aus St. Michael, ist eine alte Theorie von 1907, die schon längst widerlegt ist. Ja. Ich halte Ihre Aussagen für reine Fantasie. Man kann im Westen, genauso wie Sie mir das vorwerfen, aber das meinen wir ja freundschaftlich, man konnte im Westen nicht aufheben, das Erdreich, weil dort ein Staubanker liegt, den Sie nicht mehr wegbringen, den hat Herr Steinborn da untergebracht. Deswegen ist also eine archäologische Bodenuntersuchung an dieser Stelle gar nicht möglich. Es gibt die Fotos von Schan und Roland. Ja. Und da kann man eigentlich sehen, was da los war. Ja, das kann man bei Herrn Abstieg. Ja, das kann man bei Herrn Roland leider nicht mit Sicherheit angeben. Roland war der Fälscher. Bitte, da haben Sie es selbst gesagt. Beim Dom ist die Vorstellung. Beim Dom ist die Vorstellung, sie hätte hier an dieser Stelle stehen können, von der Forschung, damals als die These aufgestellt wurde, widerlegt worden. Sie sehen, die Forschung lebt in dieser Zeit. Und wir nehmen alle daran teil. Herzlichen Dank.